Teddy, die Stadt ist jetzt sicher, denn wir haben Rexy den Banditen geschnappt. Sheriff Caillou, komm schnell! Hallo Clementine, wo brennt's? Sheriff Caillou, ein Gesetzloser überfällt die Bank! Oh nein, worauf warten wir noch? Das macht Spaß. Jetzt muss ich nur noch von hier abhauen, bevor der Sheriff eintrifft. Nicht so schnell, Cowboy! So, so, so. Sieh mal an. Das da ist nicht dein Geld. Jetzt aber schon. Ich bin der Sheriff hier und befehle dir, es zurückzugeben. Die Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Schuss! Sie holen uns ein! Wow! Sheriff, toll gemacht! Hier ist es wieder sicher! Danke! Danke nicht mir, sondern Hilfs-Sheriff Teddy! Der toughste Bär überhaupt! Wir sehen uns wieder, Sheriff Caillou! Ja! Sheriff! Oh, Sheriff! Ihr seid bestimmt hungrig, nachdem ihr die Welt gerettet habt. Hier sind Cowboy-Kekse. Damit seid ihr auf das nächste Abenteuer vorbereitet. Ja! Und Sheriff Caillou ist immer bereit, den Tag zu retten! Es war Schulsporttag und Caillou konnte es kaum erwarten, anzufangen. Seine ganze Familie war da, um ihn anzufeuern. Also gut, Kinder, das Wettrennen fängt gleich an. Nehmt eure Position ein. Auf die Plätze. Fertig. Los! Caillou schoss aus der Menge. Er war allen voraus. Caillou versuchte, sein Ei auszubalancieren, aber er konnte es einfach nicht. Oh nein! Caillou! Du schaffst das schon!
Probier's weiter. Konzentrier dich, ruhig und stetig. Caillou Sue! Gerade als Caillou dachte, es sei vorbei, beschloss er, nicht aufzugeben. Los, Caillou! Los, Caillou! Caillou erreichte das Ziel und er war sehr stolz auf sich. Als seine Freunde ihn hochhoben, war Caillou sehr glücklich. Er realisierte, dass das Dabeisein das Wichtigste war. Geschafft! Du warst so super im Wettrennen, Caillou. Nicht so gut wie du, Clem. Du warst so schnell, viel zu schnell für mich. Danke, Caillou. Du bist auch ein Sieger. Du hast das Rennen beendet. Du hast weitergemacht, obwohl es schwer war. Wow, danke. Das hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Caillou. Mama, Papa, schaut euch das an. Toll gemacht, Caillou. Wir wussten, dass du es schaffst. Nun gut, was jetzt? Sieht aus, als wäre Rosi stolz auf dich. Alles klar, Caillou. Ich bin sofort wieder da. Sieh zu, dass du dich gut wäschst. Okay, Mama. Viel Glück auf der Mission, Kapitän Caillou. Hallo, wie heißt du? Hi, ich bin Caillou. Oh, man hört von einem großen Forscher namens Caillou. Wirklich? Oh ja. Es heißt, dass er den verlorenen Schatz finden wird und zu uns zurückbringt. Wow. Wirst du helfen, großer Caillou? Aber klar, wir finden den Schatz. Schau mal! Lass uns reinschauen. Sicher, Captain Caillou? Komm schon, alles ist gut, wenn wir zusammenbleiben. Schau mal da drüben! Ist das etwa der? Komm mit, wir sehen nach. Was ist das? Es ist ein Hai! Schneller! Er holt uns gleich ein! Caillou, bist du schön sauber? Beinahe! Gut.
Dann hat Captain Caillou ja jetzt noch Zeit, die Meere zu besegeln. Es war Weltbuchtag. Alle Kinder waren sehr aufgeregt, sich wie ihre Lieblingscharaktere zu verkleiden. Aber keiner war so aufgeregt wie Caillou, der als Pirat verkleidet war. Los geht's, Klasse. Kommt hierher. Beruhigt euch, beruhigt euch. Wie ihr an euren Verkleidungen sehen könnt, heute ist Weltbuchtag. Das heißt aber nicht nur, sich schön zu verkleiden. Es geht darum, durch das Lesen fantasievoller zu werden. Ich habe hier Gutscheine. Nach dem Unterricht könnt ihr sie für ein Buch im Laden einlösen. Wow, Leo, sieh mal her! Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, die Gutscheine einzulösen. Sie überlegten lange, für welches Buch sie sich entscheiden sollten. Caillou und seine Freunde sahen sich die verschiedenen Gutscheine an. Sie hatten alle andere Farben und Bilder. Oh, cool! Du hast darauf einen Dino! Sieh mal Clementines an! Da ist ein Wolf drauf! Los geht's! Land ahoi! Hier finden wir unseren Schatz! Ei, ei, Captain Caillou! Captain Caillou? 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 Welche habt ihr denn? Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, mit ihrer entfachten Fantasie das Lesen zu beginnen. Caillou freute sich darauf, sein Buch mit nach Hause zu nehmen und Abenteuer als Pirat zu erleben. Wir sind fast da!
denn los, Clem? Das ist ganz schön steil. Ich habe das noch nie gemacht. Was, wenn ich's nicht schaffe oder runterfall? Wir könnten vielleicht dort runter zum niedrigeren Hügel. Mir ging es genauso beim Skifahren. Ehrlich? Ja. Ich war so aufgeregt, das erste Mal Skifahren zu gehen. Papa meinte, ich sollte erst einmal Schlitten fahren, weil Skifahren am Anfang sehr schwer ist. Aber ich wollte lieber Skifahren. Der Lift trug uns höher und höher und höher. Dann bin ich nervös geworden. Komm her, Caillou. Zieh jetzt deine Skier an. Ich zog die Skier an und konnte es nicht mehr erwarten, loszufahren. Okay, Caillou. Bist du soweit? Also, du musst in die Knie gehen, aber bleib aufrecht. Das ist wichtig für dein Gleichgewicht. Gleichgewicht halten ist sehr wichtig. Lass uns erstmal geradeaus fahren. Wollen wir, Caillou? Bist du soweit? Eins, zwei, drei. Los! Ich verlor das Gleichgewicht und fiel hin. Ich war so traurig. Ich hatte so lange darauf gewartet, Ski zu fahren. Aber dann habe ich Mama und Rosi etwas unterhalb von uns gesehen. Die sind Schlitten gefahren. Darf ich, Papa? Na klar, Caillou. Du lernst Skifahren ein anderes Mal. Wir starten langsam. Okay, bist du nun soweit, Caillou? Knie anwinkeln, Schultern gerade, Gleichgewicht halten. Und los geht's! Ich war so schnell, das war richtig toll. Sobald ich unten angelangt war, bin ich wieder den Hügel hochgerannt und bin wieder auf den Schlitten. Ich habe nicht einmal mein Gleichgewicht verloren und bin immer besser geworden. Schau, Clem, Papa hatte recht. Ich hätte mit dem Schlitten anfangen sollen. Ich war noch nicht so weit fürs Skifahren. Aber nach allem, was ich beim Schlittenfahren gelernt habe, bin ich vielleicht nächstes Jahr so weit. Mein Papa sagt immer, renne nicht, bevor du gehen kannst. Probieren wir den Hügel, dann probierst du nächstes Mal den großen Berg. Hey, Caillou! Clem, warte! Freust du dich, mit mir heute zur Arbeit zu gehen, Caillou? Ja, schau, was Mama gemacht hat. Wow, schicke Krawatte. Wozu denn die Nummern, Papa? Nun, Caillou, wenn du eine Nummer drückst, dann bringt dich der Aufzug in das Stockwerk. Probier's doch einfach mal aus. Wir müssen in den vierten. Cool!
Guten Morgen, Boris. Oh, und das muss Caillou sein. Dein Papa erzählt nur tolle Sachen von dir. Guten Morgen. Caillou, das ist Valerie. Sie leitet das ganze Büro. Wow! Schön, Sie kennenzulernen, Frau Valerie. Also, hier sitzt dein Papa jeden Tag. Was machst du hier, Papa? Naja, Papa macht so einiges, Caillou. Heute müssen wir für Valerie Kopien für eine Präsentation machen. Kopien? Aber Frau Martin sagt, man darf andere Arbeit nicht kopieren. Caillou, wir brauchen Kopien, damit alle mitlesen können. So, als wenn du in der Schule was zeigst. Oh, cool! Wie geht das denn, Papa? Also, was immer auch du kopieren willst, legst du einfach hier oben rein. Dann gibst du hier die Anzahl der Kopien ein, die du brauchst. Und dann kommen sie hier raus. Wow! Das kann also alles kopieren? Naja, fast alles. Oh, Vorsicht, Caillou! Valerie braucht mich. Bin gleich zurück. Hefte doch die restlichen Kopien zusammen. Fertig! Oh, Entschuldigung, haben Sie meinen Sohn gesehen? Er ist so groß wie Sie mit einem... Ich bin's, Papa. Ich bin jetzt ein Geschäftsmann, so wie du. Oh, Caillou, dafür brauchst du weder Brille noch Schnurrbart. Aber es steht dir. Oh, jetzt ist Valeries großes Treffen. So, wir hatten heute einen besonderen Mitarbeiter. Caillou hat Boris bei den Vorbereitungen geholfen. Und er war wirklich fleißig und hilfsbereit. Das war so cool, Papa. Wenn ich groß bin, will ich auch in so einem Büro wie du arbeiten. Und du bist bestimmt der beste Mitarbeiter. Es war wieder ein gewöhnlicher Schultag. Das dachte Caillou zumindest. Plötzlich tat ihm etwas in seinem Mund weh. Caillous Zahn wackelte. Hey, hey, seht! Der Zahn hier wackelt! Wow, Caillou! Die Zahnfee wird dich bald besuchen kommen. Hä? Na, die Zahnfee, Caillou.
Wenn du einen Zahn verlierst, dann legst du ihn unter dein Kissen und dann wechselt die Zahnfee ihn für etwas Besonderes aus. Nein, Caillou, tu das nicht. Der fällt von ganz allein raus. Es sah so aus, als müsste Caillou geduldig sein. Caillou beschloss zu warten. Dennoch war er für den Rest des Tages so aufgeregt, dass er sich kaum noch im Unterricht konzentrieren konnte. Nach der Schule rannte Caillou aus dem Gebäude zu Oma. Er konnte es kaum erwarten, Mama und Papa von seinem wackelnden Zahn zu erzählen. Mama! Papa! Ratet mal! Mein Zahn ist locker! Wie toll, Caillou. Lass mich mal sehen. Sag Der sieht so aus, als fällt er fast raus. Doch nur fast. Caillou wartete. Und wartete. Und wartete. Bis plötzlich sein Zahn herausfiel. Mama, Papa, er ist raus! Der Zahn fiel raus! Sehr toll, Caillou! Wann kommt denn die Zahnfee zu mir? Zuerst musst du den Zahn unter dein Kissen legen, sonst weiß sie es nicht und kommt auch nicht. Oh, ja, das stimmt! Kommt, wir gehen rauf. Also, Caillou, leg ihn vorsichtig unter das Kissen. Wir sehen morgen früh, was die Zahnfee dir gebracht hat. Schlaf gut, Caillou. Gute Nacht, Mama und Papa. Caillou setzte sich auf und rieb sich die Augen. Plötzlich erinnerte er sich daran, dass etwas unter seinem Kissen liegen würde. Und dann? Caillou sah etwas in seinem Augenwinkel. Etwas leuchtete in einer Ecke seines Zimmers. Es war die Zahnfee. Oh, hallo, Caillou. Du hast einen Zahn verloren? Hast du immer deine Zähne geputzt? Was machst du mit den Zähnen, liebe Zahnfee? Na, natürlich ins Feenland. Wir bauen mit den Zähnen ein immer größeres Feenschloss. Wow. Oh, gute Nacht, Zahnfee. Gute Nacht, Caillou. Ich pass gut auf deinen Zahn auf. Vergiss am Morgen nicht, unter dein Kissen zu sehen. Caillou hatte den seltsamsten Traum. Plötzlich erinnerte er sich, setzte sich auf und warf sein Kissen zur Seite. Unter dem Kissen war eine hübsche Münze und eine Notiz. Lieber Caillou, danke, dass du deine Zähne so gut putzt. Alles Liebe von der Zahnfee. Schön, Caillou. Was ist denn los, Caillou? Der Junge auf dem Skateboard erinnert mich dran, wie ich mir mal wehgetan habe, Oma. Möchtest du mir davon erzählen? Dann geht's dir vielleicht besser.
Ich habe von Leo ein Skateboard zum Geburtstag bekommen. Ich wollte es gleich ausprobieren, aber Mama sagte, dass ich zuerst Schoner für die Knie und Hände brauche. Brauchtest du auch einen Helm, Caillou? Ja, aber ich hatte schon einen Fahrradhelm. Ich wollte einfach nicht warten. Also habe ich meinen Fahrradhelm aufgesetzt und ging in den Garten. Ich trug das Skateboard auf den Weg hinauf und probierte, schneller zu fahren. Der Reifen rammte einen Stein und ich bin vom Skateboard gefallen. Ich habe meine Hand ausgestreckt und bin mit dem Handgelenk aufgekommen. Was passierte dann? Ich habe geweint und meinen Arm gehalten und Mama gesucht. Oh, Caillou, was ist passiert? Schmerzt dein Handgelenk? Ich bin vom Skateboard gefallen. Caillou, du solltest warten. Tut mir leid. Schon okay. Wir gehen jetzt zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, dass ich mein Handgelenk verstaucht habe. Auch wenn es nicht gebrochen war, hat es trotzdem echt wehgetan, Oma. Ich weiß, das schmerzt, Caillou. Das ist mir auch mal passiert. Bist du auch Skateboard gefahren, Oma? Nein, Caillou. Auf dem Eis ausgerutscht. Hattest du auch eine Schlinge? Ja, Caillou. Ich musste den Arm für einige Wochen in der Schlinge lassen, bis es besser war. Danke, Oma. Mir geht's schon besser. Bist du wieder Skateboard gefahren, Caillou? Nein, Oma. Ich will nicht wieder runterfallen. Aber wenn du deine Schoner trägst, kannst du üben und tust dir nicht weh, selbst wenn du fällst. Das sieht noch so viel Spaß aus. Ich wünschte, ich wäre dein Alter. Ich würde sofort Skateboard fahren lernen. Gott, ich bin ganz erschöpft. Ich habe Rosis Schaukel 100 Mal angestoßen. Essen wir doch ein paar Bananen, damit wir alle wieder fit werden. Nun, Caillou, was hast du Oma denn so erzählt? Wie ich vom Skateboard gefallen bin und mich verletzt habe. Caillou hat deswegen Angst vorm Skateboardfahren. Aber das sieht so spaßig aus. Ja, das stimmt. Als ich in deinem Alter war, hatte ich Rollschuhe. Ich bin oft hingefallen, aber ich habe so lange geübt, bis ich nicht mehr gefallen bin. Ich habe nichts lieber gemacht. Vielleicht solltest du es noch mal probieren, Caillou. Ja, das mache ich. Aber dieses Mal trage ich alle meine Schoner. Sobald Caillou zu Hause war, setzte er seinen Helm auf und befestigte seine Schoner. Los, Caillou. Oh, Caillou, alles okay? Alles gut, Mama. Schoner helfen! Noch einmal, Caillou. Du warst ganz nah dran. Hab's geschafft! Caillou hatte seine Sommerferien sehr genossen. Er hatte Spaß dabei, Freizeitparks zu besuchen, im Garten mit Papa und Gilbert zu campen und im Park mit Rosi und seinen Freunden zu spielen. Aber jetzt war es wieder an der Zeit, zur Schule zu gehen. Guten Morgen, Caillou. Zeit zum Aufstehen. Du willst doch nach den Ferien nicht gleich zu spät kommen. Muss ich zurück in die Schule, Mama? Ja, Caillou. Der Sommer war toll, aber nun geht's wieder in die Schule mit deinen Freunden. Außerdem, willst du nicht deine neue Brotdose rumzeigen? Oh ja, das will ich! Und schau, Caillou, hier am Ende deines Betts sind deine neuen Schuhe. Und dein neuer Rucksack. Soll ich dir beim Anziehen helfen? Schon okay. Ich kann mich schon allein anziehen. Okay, ich werde deine Brotdose mit einer besonderen Überraschung füllen.
Überraschung? Ganz genau. Etwas Besonderes für deinen ersten Schultag. Hey, Caillou. Siehst gut aus. Bist du bereit, wieder in die Schule zu gehen? Ja, fast. Hilfst du mir mit den Schnürsenkeln? Setz dich zu mir. Ich helfe dir. Zuerst nimm die eine Seite und leg sie unter die andere und form ein Kreuz. Dann formen wir ein Hasenohr aus beiden Schnürsenkeln und legen sie übereinander. Dann läuft der Hase um den Baum und dann hinunter in sein Loch. Und fertig! Wow! Probier doch mal den anderen. Ich forme ein Kreuz. Dann geht der Hase in sein Loch, dann geht's um den Baum. Na dran, Caillou. Üb weiter und du schaffst es bald ganz allein. Caillou, sieh nur an, wie du dich ganz allein fertig gemacht hast. Papa, half mir mit den Schnürsenkeln. Ist meine Überraschung fertig? Hier ist die Dose. Du darfst nicht reinschauen, bevor es Mittag ist. Sonst ist es keine Überraschung mehr. Versprochen! Wir sollten jetzt los, Caillou. Hast du die Zähne geputzt? Nein, ich putze sie mir gleich. Du siehst älter aus. Caillou putzte seine Zähne extra gründlich, sodass sie alle glänzend weiß aussahen. Nun, Caillou, hab einen schönen Schultag. Denk an die Überraschung. Schau, da ist Emma. Hi, Emma. Dinosaurierbrote. Passend zur Dose, Caillou. Wow. Und eine Banane mit meinem Namen drauf. Wie ist die so gewachsen? Wow, das habe ich noch nie gesehen. Meine Überraschung. Die Spaghetti sind sehr lecker. König Caillou, schlechte Nachrichten. Was ist los? Da drüben, dort war ein Riesending am Himmel. Vielleicht nur ein Vogel? Wohl eher ein Drache. Ein Drache? Es war auf dem Weg hierher. Da ist er. Grüner Feuerspeier. Wie besiegen wir ihn? Das ist wirklich schwierig. Drachen sind immer wütend und super hungrig. Was essen sie? Teddybären und Spaghetti. Oh nein! Lasst uns der Teddy in den Kerkern verstecken. Da ist er sicher. Überlegt, wie er angreifen kann. Schnell, nehmt euch alle ein Schwert und Schild. Okay. Seid ihr alle bereit? Bereit. Angriff! Wir fürchten uns nicht. Verschwinde! Besorg dir deine eigenen Spaghetti! Hey, was macht ihr da? Wir wollen, dass der Drache verschwindet.
Caillou, der arme Gilbert. Er ist verängstigt. Ich denke nicht, dass er weiß, dass ihr nur spielen wollt. Er ist der Drache, Mama. Er will Teddy und unsere Spaghetti fressen. Ich habe eine Idee. Warum fragst du nicht Rexy, ob er mitmachen und den Drachen spielen möchte? Eine tolle Idee, Mama. So, Rexy ist viel eher ein Drache. Oh nein, der Drache ist noch größer. Sir Teddy, er will dich fressen. Wie wäre es mit einem Nachtisch für die mutigen Ritter? Danke, Mama! Noch ein Drache! Das ist Gilbert und er ist eine liebe Katze. Nicht wahr, Gilbert? Seht her, er isst gern Eiscreme und nicht Teddys.